Wir machen aber jetzt weiter mit dem nächsten Programmpunkt. Und zwar haben wir noch viel, viel mehr wunderbare Gäste. Und mit der nächsten habe ich eine kleine Besonderheit, so eine Gemeinsamkeit sozusagen. Denn sie interessiert sich sehr für Sprache und ich mich auch. Deswegen bin ich sehr gespannt, was sie dazu gleich noch erzählen kann. Außerdem ist sie in einem hessischen Dorf aufgewachsen. Ich komme aus Rheinhessen. Sie interessiert sich für englischsprachige Literatur. Ich mich auch. Ich bin sehr gespannt, was sie gleich zu erzählen hat. Und Sprachen gingen bei ihr sogar noch weiter. Sie hat ein Auslandsstudium in Spanien gemacht, dort dann auch noch Spanisch gelernt. Und ihre Romane entführen uns immer auf Inseln. Sie schreibt auf Irland, sie schreibt auf Island, sie schreibt, ich muss kurz spicken, Langeoog, das kannte ich nicht, das ist aber in Niederlanden, ich habe gegoogelt, und auf Mallorca. Und ja, dahin entführt sie uns. Und zwar geht es um Stina Jensen. Und das ist allerdings ihr Pseudonym. Sie hat jetzt schon über 20 Bücher veröffentlicht in diesem Genre und schreibt aber auch im Thriller, wo wir ja gerade eben quasi schon waren, unter ihrem Klarnamen Yvonne Keller. Welches Genre sie für ihr Pseudonym nutzt, erzählt sie uns aber gleich selbst. Deswegen heiße ich Stina jetzt erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo! Sind immer alles überrascht, wenn sie mich sehen. Hallo! Wie geht's dir denn? Ja, es tut mir leid, dass das jetzt ein bisschen verzögert geklappt hat. Ja, erstmal vielen Dank für die Vorstellung und herzlich willkommen hier in meinem Schlafzimmer. Könnt ihr mich gut hören und sehen? Ja, man hört und sieht dich perfekt. Und ich freue mich, du hast es ja auch gemütlich gemacht und steht da sogar ein Cholino rechts neben dir. Ja. Sehr schön. Ich habe meinen auch bereit liegen und mit deinem Buch drauf. Das Cover ist leider bei mir etwas klein. Ich weiß nicht, ob man es jetzt so gut erkennt, aber Also ich habe hier das Cover auch nochmal für okay, dann euch, dass man es das nochmal sieht doch sieht. schon viel, viel schöner aus. Und da kann man ja schon Genau. so ein bisschen vermuten, um was Ja. es geht. Ich habe eben erzählt, du schreibst auch Thriller, aber heute geht es ja eher so ein bisschen in eine gemütlichere Richtung und es wird ein bisschen weihnachtlich, was ja ganz gut zu der kalten Jahreszeit passt. Magst du uns da so ein bisschen erzählen, woraus du heute lesen wirst? Ja, genau. Also zum einen wollte ich ganz kurz erzählen, weil ich ja jetzt hier auch im Bett sitze. Es ist ja auch eine Pyjama-Lesung und ich habe hier im Bett tatsächlich auch zu schreiben angefangen. Das liegt mir auch am Herzen, das zu sagen, weil jeder fängt ja mal irgendwie an. Rumi hat es ja auch gerade erzählt. Und hier habe ich meinen allerersten Roman geschrieben und das ist 13 Jahre her. Und inzwischen ist ein bisschen was passiert. Hier sind die anderen aufgereiht. Und dieser 24. Roman ist eben Vanillepunsch und Winterzauber. Und darin spielt Antonia die Hauptrolle. Und ja, sie ist Mitte 30 und der Meinung, dass man in dem Alter eigentlich schon total wissen sollte, wie der Hase läuft und mit beiden Beinen im Leben stehen sollte. Und beziehungsmäßig stolpert sie aber von einer Liaison in die andere und kommt bei niemandem so richtig an. Und ja, nur einmal, da hat sie ihr Herz verloren. Und dieser Mann, an den sie da ihr Herz verloren hatte, der hat sich dann für seine Jugendliebe entschieden. Und darunter leidet sie immer noch. Und zwar so sehr, dass sie dann sogar ihren Job als Goldschmiedin aufgegeben hat, weil sie da immer nur mit Verliebten zu tun hat. Und jetzt steht sie da ohne Job, ohne Liebe und beschließt, eine Auszeit zu nehmen und geht zu einem Bekannten ins Allgäu. Und da hilft sie bei der Renovierung mit. Und jetzt sind wir schon eigentlich beim großen Thema, denn es ist ja ein Liebesroman, den ich da geschrieben habe, der jetzt im Allgäu spielt. Und da begegnet ihr bei der Renovierung der Maler Conny und den ja, geht es dann auch. Das klingt jetzt schon sehr gemütlich. Ich habe super viele Fragen zu der Bettsituation, die werde ich aber nachher stellen, weil du jetzt schon so schön die Geschichte angeteasert hast. Okay. Aber ja, vielleicht magst du uns erstmal mit in deine Geschichte nehmen und danach stellen wir alle unsere Fragen, natürlich auch ihr alle, falls ihr Fragen stellen wollt, jederzeit. In der Nacht fiel der von mir so sehr herbeigesehnte Schnee. Als ich morgens die Rollläden im Gästezimmer zur Straße hin hochzog, deckte die weiße Pracht alles unter sich zu wie eine flauschige Decke. Rasch hastete ich ins Wohnzimmer und spähte in den Garten. Der Schnee nahm der Schaukel die Kontur und hatte die Büsche in Wattebäusche verwandelt. Es schneite noch immer. Zarte, kompakte Flocken fielen vom Himmel. Für mich gab es kein Halten mehr. Ich schlüpfte in meine neue Schneehose, zog Anorak, Mütze und Handschuhe über und stiefelte durch den Garten, reckte das Gesicht in die herabfallenden Flocken und streckte die Zunge heraus, um sie aufzufangen.
Dann ließ ich mich rücklings in den Schnee fallen und juchzte wie ein Kind, machte einen Schneeengel. Ich hielt im Liegen Inge und seufzte glücklich. Allein dafür hatte es sich gelohnt, die weite Strecke hierher ins Allgäu auf mich zu nehmen. Und wenn es bis Samstag weiter schneite, ließe sich vielleicht doch noch eine Schlittenfahrt einrichten. Davon träumte ich schon so lange. Ich zog mein Smartphone aus dem Anorak, reckte es in die Höhe für ein Selfie. Sarah würde Augen machen. Wehmütig dachte ich an meine kleine Schwester, die hier auch ihre Freude gehabt hätte. Übermütig grinste ich in die Kamera. Soll vielleicht ich das Foto von dir schießen? Erschrocken setzte ich mich auf. An der Hausecke stand Conny Hübner. In seinen kinnlangen Haaren verfing sich der Schnee. Bitte nimm's mir nicht übel, dass ich hier so hereinplatze, sagte er nun. Ich wollte eigentlich nur ein paar Sachen aus dem Baumarkt in der Gartenhütte da hinten verstauen. Du hast dir im Wohnzimmer so viel Mühe gegeben, da würde das ganze Geraffel doch nur stören. Peinlich berührt stand ich auf und klopfte mir den Schnee von den Kleidern. Conny deutete auf die plattgelegenen Stellen zu meinen Füßen. Leg dich ruhig nochmal hin, wie gesagt, ich nehme gerne ein Foto von dir auf. Nicht nötig, ich hab schon genügend. Bestimmt war mein Kopf rot wie eine Tomate. Jedenfalls war mir so heiß, dass ich am liebsten alle Kleider von mir geworfen hätte. Zielstrebig überquerte ich die verschneite Wiese und deutete auf die Farbeimer und anderen Utensilien zu seinen Füßen. Ich helfe dir beim Tragen. Ohne eine Antwort abzuwarten, stapfte ich mit zwei Eimern los. Conny folgte mir mit dem Rest. Kann es sein, dass du noch nie Schnee gesehen hast? Seiner Stimme war anzuhören, dass er sich königlich amüsierte. Wie lange hatte er da gestanden? So tiefen jedenfalls noch nie. Ich öffnete die Tür der Gartenhütte und ging voraus, platzierte die beiden Eimer an einer freien Stelle. Conny tat es mir gleich. Ich freue mich jedenfalls, dass wir uns noch mal sehen, sagte er. Er stand ziemlich nah, der Schnee in seinen Haaren schmolz dahin. Eine Flocke hatte sich in einer Augenbraue verfangen. Wow, sagte er. Was denn? Conny rückte noch näher. Deine Augenfarbe. Wusstest du, dass du ganz verschiedene Grüntöne drin hast? Auch ein bisschen gelb und braun? Ich setzte eine wichtige Miene auf und klimperte mit den Wimpern. Klar, ich hab sie schon eine Weile. Belustigt zog ich die Nase kraus. Was starrte er mich denn so an? Nun betrachtete ich mir seine genauer. Deine sind dunkelgrau mit ein paar helleren Sprenkeln, so wie Schneematsch? Fragte er. Wir lachten verlegen. Hast du noch Zeit für einen Tee oder Kaffee? Fragte ich. Alle Zeit der Welt, entgegnete er. Kein Chef, der mich erwartet. Da ging es ihm wie mir. Auf der Terrasse stieg ich aus den Schneeklamotten und hängte sie im Bad zum Trocknen auf. Nun trug ich nur die lange Unterhose und rutschte in der Küche auf Strümpfen hin und her. Mir war bewusst, dass ich dabei ein bisschen mit dem Po wackelte, aber das interessierte ihn sicher nicht. Er hatte die Schuhe im Hausflur gelassen. Seine karierten Socken sahen aus, als gehörten sie einem alten Herrn. Total niedlich. Magst du Tee mit Vanillearoma, fragte ich, oder lieber Pfefferminz? Für Vanille sterbe ich. Am allerliebsten mag ich Vanillekipferl. Das trifft sich doch gut. Ich lachte und langte nach der Tupperdose, in die ich die Plätzchen von Carola umgefüllt hatte. Ein paar arrangierte ich auf einem Teller. Hier, frisch gebacken. Dass sie ausgerechnet von Carola stammten, behielt ich lieber für mich. Conny nahm eins und steckte es sich in den Mund. Er kaute, seine Augen weiteten sich. Alter Schwede, du bist ja eine Frau mit vielen Talenten. Er nahm noch eines. Kauend betrachtete er mich von oben bis unten. Peinlich berührt fuhr ich mir durchs kurze Haar. Ach, was soll's, dachte er eben, ich wäre die Bäckerin. Lass es dir schmecken, wünschte ich großzügig. Das Vanillearoma
breitete sich in der Küche aus. Als er den Teebeutel aus dem Becher fischte und zuerst mit dem Löffel ausdrückte, ehe er ihn mit einem Schlenker auf der Untertasse platzierte, tat ich es ihm gleich. Sofort warf ich die Beutel in den Mülleimer und gab den Untersetzer in die Spülmaschine, wie immer, wischte noch einmal mit dem Lappen über die Anrichte und über den Tisch. Ich setzte mich wieder und lachte verlegen. Er musste mich für total überspannt halten. Sorry. Conny gab einen Löffel Zucker in die Tasse und rührte. Was meinst du? Ich wedelte in Richtung Mülleimer, dass ich die gleich weggeräumt hab und nicht erst dann, wenn du längst wieder weg bist und die Wischerei. Er runzelte die Stirn. Ich glaube, ich hab den Faden verloren. Weil ich so ordentlich bin, erklärte ich. Das hätte die Frau meines Vaters zum Beispiel jetzt schon verrückt gemacht. Sie nennt es pedantisch. Dabei sollte Eva sich weniger auf mich konzentrieren, sondern viel eher auf Papa und die Dinge, die er vor ihr geheim hielt. Ich find's schon eher normal, wenn es sauber ist, sagte Conny. Er rührte weiter im Tee, dann trank er einen Schluck, lächelte mich über den Rand seiner Tasse hinweg ein. Dann nahm er sich noch ein Plätzchen und verdrehte wieder schwärmerisch die Augen. Ja, der Maler Conny, der entpuppt sich eben mehr und mehr als Traummann für sie und stört sich nicht an ihren Schrullen, denn sie hat nach der letzten Trennung auch so einen gewissen Putztick entwickelt, mit dem sie nicht nur sich selber, sondern auch andere in den Wahnsinn treibt. Und er ist für sie ein Traummann, aber sie hält ihn für tabu. Und so entwickelt sich der Roman dann eben weiter. Sie zeigt sich ihm, wie sie sich noch keinem Mann gezeigt hat. Und ja, dadurch kommt es dann auch zu einigen Verwicklungen. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön und sehr romantisch. Und eigentlich ist ja genau das, was man sich in der Liebe erhofft, dass sie einen trotz der, wie sie meinte, gerade pedantischen Züge akzeptiert. Ja. Ich muss noch mal kurz was zu der Bettsituation fragen, weil es mich das interessiert hat. Schreibst du immer noch im Bett? Ist das einfach so dein Wohlfühlort zum Schreiben oder bist du mittlerweile an den Schreibtisch abgewandert? Ich bin mittlerweile an den Schreibtisch abgewandert, okay. Genau. Der ist auch sogar höhenverstellbar, also so, dass ich sogar mal im Stehen schreiben kann. Nein, aber das war damals der einzige Rückzugsort, den ich zu Hause hatte. Da konnte ich dann ein Schild an die Tür hängen, bitte nicht stören. Und das wurde dann also im Schlafzimmer sogar akzeptiert. Also da ging das dann. Sehr gut. Also das Schlafzimmer besser für die Ruhe, nicht ganz so ergonomisch, allerdings wie der höhenverstellbare Schreibtisch. Nee, genau. Denn so viel, wie du schreibst, man sieht es ja schon hinten dran, geht das, glaube ich, ziemlich auf den Rücken, wenn man das ständig macht. Ja. Und die Geschichte, die du uns jetzt gerade vorgelesen hast, die spielt ja im Allgäu. Hat das für dich irgendwie eine besondere Bedeutung oder warum hast du es dorthin verortet? Also ich liebe die Berge total. Ich habe zwar schon mehr Inselromane geschrieben als Gipfelromane. Es gibt ja auch neben der Inselfarben auch die Gipfelfarbenreihe. Aber eigentlich sind sie insgeheim meine Favoriten, die Berge. Und ganz besonders ist das Allgäu, dieses Voralpenland. Das mag ich einfach total gerne. Ich finde die Landschaft atemberaubend, die grünen Wiesen und Hügel und so weiter. Also ja, ich würde tatsächlich auch gerne dort leben. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe zu Beginn, bevor du dazugeschaltet warst, schon gemeint, dass wir sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Und bei mir sind auch, ich liebe das Meer, aber ich liebe die Berge immer noch so ein bisschen mehr. Und du warst ja, glaube ich, auch auf den Inseln, auf denen du die Bücher auch hast spielen lassen. Also gerade so Irland. Ja. Und ja, war ich zum Beispiel auch. Und wie machst du das? Wie suchst du aus, wo du ein Buch schreibst? Machst du dann so richtige Recherchereisen oder ist es eher so, dass du im Urlaub bist und dann dort das Buch dann sozusagen spielen lässt? Also das ist eigentlich fast so, dass meine Figuren das aussuchen, weil ich habe ja mittlerweile auch schon ein ziemliches Repertoire so an Nebenfiguren und da meine Reihen so aufgebaut sind, dass immer eine Nebenfigur zur Hauptfigur irgendwann mal wird. Je lauter sie schreit, desto eher kommt sie dran. Und das habe ich dann auch schon teilweise eben so angelegt, wo die leben. Und dann muss ich auch dahin, beziehungsweise muss vielleicht nochmal dahin. Bei anderen ist es auch, ja, die treffen dann jemanden, der daherkommt. Also kann sein, dass das Unterbewusste dazu führt, dass ich dann eben nach Irland und Island und so weiter gereist bin. Aber ganz oft habe ich das Gefühl, so richtig Mitspracherecht habe ich gar nicht. Mhm. Und hast du gerade irgend so eine Figur, die dich in ein anderes Land zieht? Hast du da schon was in Aussicht, was Neues?
Im Moment tatsächlich bin ich noch in den Bergen weiter verortet, weil auch da jetzt wieder eine Nebenfigur ist, die auch dort sein wird. Das heißt, der nächste Roman wird höchstwahrscheinlich wieder ein Gipfelroman. Und dann habe ich mir diesmal auch freigehalten, in diesem nächsten Gipfelroman vielleicht eine Insel anzulegen, wo ich tatsächlich gerne schon mal hin möchte. Und das wäre Madeira zum Beispiel. Das würde ich sehr, sehr gerne mal bereisen. Ist natürlich super praktisch, sich das einfach dann direkt so als Recherchereise zu verbuchen. Ja. Dann fühlt es sich direkt noch produktiv an. Und ich habe auch eingangs schon so ein bisschen erzählt, dass du auch sehr, sehr viel mit Sprache zu tun hast. Hast du das Gefühl, dass dir das beim Schreiben hilft oder achtest du da irgendwie auf sprachliche Besonderheiten bei Figuren? Ja, ich achte auf Dialekte, wenn es irgendwie geht, wobei ich immer feststelle, also ich habe dann immer mit Einheimischen zu tun, so war es jetzt auch bei Vanillepunsch und Winterzauber, habe mir das übersetzen lassen teilweise, wenn die halt untereinander so die Einheimischen sprechen, dass ich das möglichst authentisch wiedergebe. Aber würde ich es tatsächlich so schreiben, wie es dort gesprochen wird, dann wird es auch wahrscheinlich geschrieben, selbst kaum jemand mehr verstehen. Und bei ausländischen Sprachen, da lasse ich mal das ein oder andere Wort einfließen, sodass es schon authentisch rüberkommt. Aber ich schreibe natürlich trotzdem auf Deutsch. Ja, ich glaube, das muss ja auch einfach, damit deine Leser und Leserinnen auch noch irgendwie das Ja. nachvollziehen können, ohne das Wissen zu haben. Und jetzt gerade Genau. wurde es ja sehr weihnachtlich. Was bedeutet denn Weihnachtszeit für dich oder was liest du da vielleicht sonst besonders gern? Also ja, in der Weihnachtszeit lese ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Hier auf dem ganz besonders auch im Bett. Und früher fand ich Weihnachten ausgesprochen stressig, so mit kleineren Kindern in der Vorweihnachtszeit. Aber mit den Jahren schaffe ich es wirklich, mir eine schöne Atmosphäre oder uns hier im Haus eine schöne Atmosphäre zu schaffen. Ich mag sehr gerne Dekoration und Düfte und Plätzchen. Also ja, ich mag Weihnachten. Und wird es deshalb auch noch mehr aus dieser Winterknistern, sie heißt Winterknistern, ja, Ja. Winterknistern-Reihe geben? Hast du da für nächstes Jahr noch was geplant? Ja, die Figuren, die für nächstes Jahr dann dran sind, die sind auch jetzt schon angelegt. Also das auf jeden Fall. Also ein Weihnachtsroman muss auch sein. Das schreibe ich wahnsinnig gerne. Ja, ich meine, gerade jetzt zu Ich der mag auch Schnee Weihnachtszeit. so gern. Dann, wenn man ihn schon nicht live hat, dann wenigstens im Buch. Ja, vor allem, wenn er noch so unberührt ist und so dieses erste Mal reintreten, das war mein Favorit, wenn es noch so richtig toll knirscht und knistert. Und Genau. ja, von Weihnachtsstimmung mal zum Chat, bevor der Chat gar nicht mehr zur Sprache kommt, haben wir noch Fragen, die beantwortet werden sollen. Ja, und vor allen Dingen möchte ich gerne die Stimmung im Chat kurz spiegeln, denn Stina, dir ist es fantastisch gelungen, die Stimmung rüberzubringen. Ganz viele haben auch geschrieben, ach, wenn es schon in Wirklichkeit keinen Schnee gibt, genau wie du es gerade gesagt hast. Jetzt haben wir ein bisschen ein und der Ja. Duft von Vanille hängt bei ganz vielen jetzt in der Luft, einfach weil du so schön bildhaft beschrieben hast in deiner Geschichte. Das ist dir also ganz fantastisch gelungen. Dankeschön. Einige haben sich tatsächlich die Frage gestellt, wie es bei dir zur Entscheidung kommt, mal unter Pseudonym und mal unter Klarnamen zu schreiben. Kannst du da vielleicht kurz was zu sagen? Ja, also mein Klarname ist Yvonne Keller und unter dem bin ich eigentlich so im Thriller-Genre unterwegs und schreibe auch Kurzkrimis. Und als ich mich entschlossen habe, Liebesromane zu schreiben, die eben auch so in der Küstenregion spielen sollten, anfangs dachte ich noch, dass ich mich mehr so an die Nord- und Ostsee festlege. Da habe ich mir ein Pseudonym gesucht, das auch so ein bisschen nordisch klingt und identifiziere mich auch gut damit. Also ich brauchte auch einen Namen, der mir irgendwie so liegt. Und dadurch habe ich eigentlich die Genre getrennt durch die unterschiedlichen Namen. Also weil Krimi schreibe ich immer noch und wenn sie nicht auf Insel spielen, das hat Stina auch schon geschrieben, Mallorca-Krimis. Also so wie du unter deinem Klarnamen hast du auch unter Stina bei unseren Zuschauerinnen viele Fans auf jeden Fall. Das freut mich. Danke. Ja, und es ist ja auch, glaube ich, immer noch ganz klug, das zu trennen, damit niemand irgendwie aus Versehen nach dem falschen Buch greift. Auf jeden Fall vielen, Genau. vielen Dank. Du hast uns eine richtig tolle Weihnachtsstimmung sowohl ins Studio als anscheinend auch in die einzelnen ja, zu Hause gebracht. Vielen, vielen Dank dafür und Sehr Dankeschön, dass du dir gerne. heute die Zeit genommen hast und so schön vorgelesen hast. Danke. Ja, ich freue mich schon auf die Kollegen und werde jetzt meine Kipferl hier knabbern. Ja, dann viel Spaß Vielen noch. Dank an euch. Und danke schön, dass du den Pyjama angezogen hast. Dann bin ich nicht so alleine. Ja, Danke. das wusste doch. Okay. Gut, dann geht es jetzt gleich weiter.